So Leute, es geht weiter hier in Pokémon Weiß 2. Hier in dieser Höhle. Und ja, wir müssen es auf jeden Fall wieder verlassen. Weil das war es jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, mit der Höhle. Denke ich zumindest. So, da geht's also dort lang. Und dann bekommen wir hier ein tolles Item. Nämlich Toxin. Dafür haben wir uns hier beinahe komplett geopfert. Aber es hat sich gelohnt. Würde ich mal sagen. Was denn sonst? Trotzdem, da hinten gibt es ja noch einen Ausgang. Ja, das ist wahrscheinlich nur der, der blockiert wird. Ja. Und ansonsten... Ja. Entschuldigt... Oh, jetzt ist mir das Touchpin weggefallen. Entschuldigt, dass ich Quatsch erzählt habe. Mit das... Wobei, es ist ja... gut, wir haben es schon entdeckt, dass es ja eine Verbindung ist. Und deswegen... Habe ich keinen Quatsch erzählt. Nein, das habe ich nicht. So, nach Abidaya City wollen wir wieder zurück, denn jetzt können wir nun endlich den Arena-Kampf angehen. Das wird sehr cool werden. Und genauso lassen wir es einfach mal. Ja, falsch. Falsch, aber es gibt wieder eine Medaille. Die holen wir aber erst später von diesem Dr. House-Verschnitt. Wieder mal ein paar Sprachschwierigkeiten wegen der Spange. Ich bitte dies zu verzeihen. Ich komme von dem Tafelwasser. Dankeschön. Ja, sehr atmosphärisch, wenn ihr mich fragt. Eine Wasserarena ist die letzte Arena. In Pokémon Weiß 2. Das verspricht spannend zu werden. Ich finde schon mal cool. Was soll ich mit solchen Pokémon wie Boyolin? Ja, auch wenn es sehr effektiv ist, wir müssen trotzdem schauen, dass wir uns gut hier durchkämpfen. Denn es kann ja mal passieren, dass ein Pokémon kommt, ein Wasser-Pokémon, das einen zwei Typen hat, wie zum Beispiel hier jetzt. Der hat, glaube ich, zwei Typen Gift, oder ich weiß gar nicht, was genau der hat. Aber auf jeden Fall werden wir Luftschnitt ab, das ist schon mal sehr gut. Ja, das war jetzt nicht so schwierig, deswegen erhalten wir auch Level 47. Und Clara auch. Hm, Schutzflug. Stärke 120. Hm, gute Frage, soll ich das wirklich lernen? Nee, das mache ich mal. Doch, Blubstrahl. Ah, nee, nein. Das wird so riskant, weil wir bekommen dadurch selbst Schaden und das ist... Es nicht wert. Das ist einfach nicht wert. So, jetzt noch nicht auf den Geschmack gekommen wahrscheinlich, aber glaubt mir Leute, es wird noch interessant werden. Auch wenn es jetzt nicht so danach aussieht. Wir verschieben die Plattformen. Selbst andere. Dennoch kann man sagen, dass das Ganze linear ist, weil es ergibt sich halt alles nach und nach. Mamudida. Das ist natürlich täuschend echt, weil jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja, Wasser wirkt sehr gut gegen den. Aber die wird sich noch wundern, passt auf. Mach mal Dunkelklinge. Ach nein, Wunschtraum, scheiße. Schmauz ist doch eine starke Attacke, oder? Oh Gott. Oh nein.
Schon wieder Lake. Es ist hier Spezialität. Warum Überflutung? Es bringt doch gar nichts. Wenn du jetzt vielleicht Elektrowasser wärst, aber das wäre irgendwie unlogisch. Dann würde es vielleicht was bringen, aber ansonsten nicht. Was willst du damit bezwecken? Ist einfach nur scheiße. So, damit sind wir wieder am Anfang. Also so können wir halt zurückkommen. Was sehr schön ist. Ja, den müssen wir extra ansprechen. Der fühlt sich wahrscheinlich so wertvoll. Schickt ja auch gleich einen Wallreißer. Also alles im Allen sehr stark das Ganze. Aber wir setzen trotzdem Nachthieb ein. Und haben damit beinahe. Okay, das ist gar nicht gut. Da ziehen wir uns lieber zurück. Und schicken etwas Besseres in den Kampf. Ja, also es gibt da manche Pokémon, die haben ja die Kreuzung mit Eis. Das ist eigentlich relativ gut. Ja, zum Beispiel ein Pokémon hat das Kampfstahl ist. Genau. Genau. So, machen wir das. Und jetzt? Jetzt geht's nicht mehr weiter, okay? Ja, okay, da können wir rüber. Ist wahrscheinlich auch so beabsichtigt. Was es nicht alles für Trainer gibt. Ich habe mir übrigens jetzt die Momento-Link-Orte aufgeschrieben. Die werden wir allerdings erst später behandeln. Ja, dann wieder einen Typen-Nachteil. Also irgendwie jetzt im späteren Verlauf. Oder halt einen Stärken-Nachteil. Oder halt Schwächen. Jetzt im späteren Verlauf ist Zoroark dann doch nicht so nützlich. Aber wir müssen halt bitte auch durchboxen, das geht nicht anders. So, jetzt sinkt natürlich die Verteidigung wieder. Aber es müsste eigentlich reichen, um da jetzt da durchzukommen. Weil die Initiative hat er nicht gesteigert. Das ist eigentlich gut genug. Wir machen gleich mal weiter. Vielleicht können wir da noch irgendwie ein bisschen mehr rausholen. Das war schon nicht schlecht. Okay, die Spezialattacke anscheinend, glaube ich zumindest. So, vielleicht ist ein schöner Volltreffer, ja genau. Ja, diesmal hat es relativ wenig gebracht, nicht wahr?
Mein Gutster. Also, das ist falsch. Oh, das ist wirklich sehr schlecht. Aber atmosphärische Musik, das muss man lassen. Gut, ich glaube, am Ende wird es noch ein bisschen schwierig mit diesem Rätsel und so weiter. Enzio, warum nicht Ezio? Ezio Auditore da Firenze. Okay, dann ist 46, jetzt wird man langsam wieder schwächer. Warum? Warum? Das hat mir doch so gut gefallen vorhin. Jetzt will man hier wieder an Niveau verlieren. An Nivea. Auch warum denn Überflutung, Leute? Das bringt euch doch gar nichts. Jetzt setze ich eigentlich mal einen Schmarotzer ein. 48. Naja, das braucht ein bisschen. So, ja, ich hab's doch gewusst, der killt sich irgendwann selbst. Und das finde ich sehr verhängnisvoll. Kraftkoloss, das ist eine Kampfattacke. Okay, was ähnliches. Was Vergleichbares. Was fürchterliches, nee. Nee, nee. Du bist in dieser Generation noch kein Fee-Pokémon, deswegen müssen sie das eigentlich jetzt gerade vernichten. Oder halb zumindest. Ich würde eigentlich gerne nochmal die Arena verlassen. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Aber es hat noch nicht gereicht für Zoroark. Ach, da ist ja noch eine Trainerin. Ach so, da ist ja noch eine Plattform, cool. Aber irgendwie so viel bringt das auch wieder nicht. Okay, doch ein bisschen komplizierter als gedacht.
Wie mache ich das denn? Ich weiß es nicht. Ach so. So meint ihr das also. Ja Leute, für diesen Part verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nächstes Mal muss der Arena leider dran glauben.